Ich möchte in meinem Vortrag jetzt nicht auf die aktuelle Entwicklung eingehen, sondern eher die historischen Hintergründe der Beziehung zwischen der Sowjetunion und China beleuchten. Und ich nehme an, dass in der Fragerunde wir sowieso dann auch auf die aktuellen Entwicklungen kommen werden. Ich teile jetzt hier mal meinen Bildschirm. Aha, das ist so. Ja, das war noch nicht so, wie ich es gerne haben wollte. Hat für uns gut ausgesehen. Ja, ich habe den aber. So, sehen Sie es jetzt auch? Ja, jetzt sehen wir es auch. Gut, dann gehe ich mal auf Präsentation. So, ja, jetzt sehen Sie wieder nur die geteilte Ansicht, Jetzt ne? sehen wir die Referentenansicht, ja. Genau, dann muss ich. Ja, So. liebe Teilnehmerin, während Wimo jetzt ein wenig schwitzt. Und schaut, dass er es hinbekommt. Und er hat es auch schon wunderbar Jetzt haben wir hinbekommen. es, genau. Übung ist So. alles. Wunderbar, jetzt geht's Jetzt los. passt alles. Also China und die Sowjetunion zwischen Freundschaft und Feindschaft. Ich möchte ja die groben Entwicklungslinien aufzeigen von der Gründung der Volksrepublik China 1949 bis zum Zerfall der Sowjetunion 1991. Ja, also ich möchte erstmal mit einer kurzen Einführung starten, die chinesische Revolution, Sowjetunion und Kommentaren. Und dann habe ich vier Teile und möchte dann jeweils erklären, warum es zu gravierenden Änderungen in dem Verhältnis zwischen China und der Sowjetunion gekommen ist, also wie aus sozialistischen Brüdern es zum Bruch kam, es zur Spaltung der kommunistischen Weltbewegung kam, die schließlich in eine Feindschaft mündete und fast in einen größeren Krieg und dann erst am Ende in den 80er Jahren zu einer Versöhnung. Wenn man die Geschichte Chinas behandelt im 20. Jahrhundert, dann spielt natürlich die Sowjetunion und auch die kommunistische Internationale darin eine ganz zentrale Rolle. 1921 wurde die KP China mit Hilfe von Kommintern-Vertretern gegründet und die Kommunistische Partei Chinas war auch wie andere kommunistische Parteien Sektion der Kommunistischen Internationalen und zumindest formal weisungsgebunden. China ist deswegen so wichtig für die Sowjetunion und die Kommintern, weil sie schon ab 1921 eine Strategie vertreten, den Aufstand in den entwickelten Ländern mit einem Bündnis der unterdrückten Völker in den Kolonien zu verbinden. Ja. Und da kommt es dann 1922 zu einer Einheitsfront zwischen den Kommunisten der KPCH und der Kuomintang. Und von Anfang an spielen sowjetische Berater bei beiden Parteien eine ganz zentrale Rolle und helfen beiden Parteien, sie in ja, leninistische Kaderparteien zu verwandeln. Und es kommt dann auch zum Aufbau einer nationalen Armee, wo auf einer von der Sowjetunion finanzierten Militärschule im Süden Chinas die Offiziere ausgebildet worden sind mit dem offiziellen Ziel, also China von Imperialisten und Warlords zu befreien. Dann kommt zum Bruch von Nationalisten und Kommunisten aber wieder im Zweiten Weltkrieg und im antichinesischen Krieg gegen Japan spielt dann die sowjetische Unterstützung eine sehr wichtige Rolle und ja, beide chinesischen Parteien sind mit der Sowjetunion verbündet. Die Sowjetunion tritt dann ja auch schließlich selber in den Pazifischen Krieg ein und besetzt dann die Mandschurei, also den Nordosten Chinas, der da ein japanischer Marionettenstaat war und hat dort danach in Absprache mit den anderen Alliierten eine Besatzungszone. Das spielt auch eine wichtige Rolle, weil da sich die Kommunisten dann auch in den Städten organisieren können. Und also die Mandschurei ist geostrategisch eine Region, wo auch das zaristische Russland sehr präsent war und Ende des 19. Jahrhunderts der Qing-Dynastie große Territorium abgenommen hat, aber da auch eine Eisenbahn gebaut hat. Und ein anderer Punkt, wo sozusagen es eine Kontinuität von geostrategischen russischen Interessen ist, ist in Xinjiang. Da gibt es also im Norden von Xinjiang die sogenannte osttürkische
Republik mit Unterstützung von Stalin, was praktisch ein linksnationalistisches, uigurisches und kasachisches Projekt ist. Und die Sowjetunion lässt diese Republik dann erst fallen, nachdem die Kommunisten dann den Bürgerkrieg gewonnen haben. Es gab aber trotz dieser großen Unterstützung auch natürlich Konfliktpunkte. Einmal hat die KP China versucht, sich nicht zu sehr der Komintern unterzuordnen, aber auch nicht der Kuomintang in der Einheitsfront gegen Japan. Ein paar Mal ist es schon während des Krieges gegen Japan fast zum Bürgerkrieg gekommen, was aber auch die Sowjetunion dann verhindert hat. Und nach 1945 wollen die Alliierten, auch die Amerikaner, erstmal eine Koalitionsregierung in China, wo also Nationalisten und Kommunisten dran beteiligt sind. Das kommt dann aber nicht zustande, weil eigentlich beide Seiten das nicht wollen. Und die Sowjetunion schließt auch noch einen Freundschaftsvertrag mit der Kuomintang-Regierung. Stalin schätzt eigentlich die Lage so ein, dass die chinesischen Kommunisten jetzt auf längere Sicht den Bürgerkrieg nicht gewinnen können, der dann ausbricht, aber schon 1949 siegt dann Maos Volksbefreiungsarmee und ruft dann die Volksrepublik China aus. Ja, jetzt komme ich zum ersten Teil, das Bündnis der sozialistischen Brüder 1949 bis 1958. Ja, was waren die Gründe für das Bündnis? Ich möchte mal erläutern, warum sich die Beziehungen verändert haben. Also einmal ist es ja offensichtlich, es gab diese ideologische Gemeinsamkeit und natürlich die Frontstellung im schon angebrochenen Kalten Krieg, der in Korea dann auch zu einem heißen Krieg wird und die chinesischen Freiwilligen dann auch direkt der US-Armee gegenüberstehen. MacArthur schlägt Präsident Truman damals vor, Atombomben auf 20 chinesische Städte zu werfen und den Krieg auf chinesisches Territorium auszuweiten, was dieser dann zum Glück aber abgelehnt hat. Zu diesem Zeitpunkt hat ja die Sowjetunion großes internationales Prestige allein durch den Sieg im Zweiten Weltkrieg, den Sieg über Nazi-Deutschland, und Mao und die chinesischen Kommunisten akzeptieren eigentlich zu diesem Zeitpunkt Stalin als den Führer der kommunistischen Weltbewegung. Ja. Außerdem ist China damals eins der ärmsten Länder der Welt, ein Agrarland, was sich industrialisieren will. Und da gilt dann die Sowjetunion als Modell, in kurzer Zeit eine Industrialisierung nachzuholen. Es gab hier in der Sowjetunion in den 30er Jahren diesen großen Industrialisierungsschub, der mit sehr großen Opfern verbunden war, was aber dann in China zu dem Zeitpunkt nicht thematisiert wird. Die Idee ist, generell, also China kann sozusagen nicht mit der USA zusammenarbeiten, weil sie die USA als Feind und Bedrohung der nationalen Sicherheit sieht. Das heißt, Technologietransfer soll vor allen Dingen aus der Sowjetunion kommen. Und es ist gedacht, diesen Technologietransfer für Industrie, aber auch für die Armee mit Agrarexporten in die Sowjetunion zu finanzieren. Zu dem damaligen Zeitpunkt ist die Politik Stalins sehr auf Europa konzentriert und er schlägt selber so eine Arbeitsteilung vor, dass sich die KP China um die Revolution in Asien kümmern soll. Also damals wird ja Vietnam unabhängig, Korea, aber auch in Japan gibt es noch eine recht starke kommunistische Partei. Ja? Also das ist für später noch wichtig, wenn sich die Sowjetunion Europa kümmert, die chinesischen Kommunisten um Asien kommen sie sich nicht direkt in die Quere. Ja, hier ein paar Bilder zu diesem Transfer. Ja, also man sieht hier die sowjetischen Experten. Also 1950 wird ein Bündnisvertrag geschlossen und tausende sowjetische Experten werden nach China geschickt, um beim Aufbau industrieller Projekte vor allen Dingen zu helfen. Hier sieht man auf den beiden Propagandabildern, wer da der Lehrer ist und wer der Schüler ist. Und dann links ein chinesischer Bauarbeiter guckt ehrfurchtsvoll zu einem Stalin-Bild hoch und da steht, dass die Sowjetunion ist unser Modell. Der erste Fünfjahresplan 1953 war dann auch im Wesentlichen mit den sowjetischen Experten gestaltet. Und hier sind dann die ganzen Projekte eingezeichnet von Stahlproduktion, Traktoren, Kohle und so weiter. Und wie im stalinistischen Modell in der Sowjetunion lag der Schwerpunkt der Entwicklung auf der Schwerindustrie, was als Kern gesehen wurde, wenn man sich modernisieren
industrialisieren will, aber auch eine starke Armee aufbauen will. Ja. Es gab trotzdem jetzt schon einige Konfliktpunkte. Man muss sagen, China hatte damals nur begrenzte Souveränität. Schon im Freundschaftsvertrag mit der Kuomintang hatte sich die Sowjetunion zusichern gelassen, den Marinehafen in Port Arthur, also in Dalian, beibehalten zu können. Auch, dass sie weiterhin die Kontrolle über die Mandschurische Eisenbahn behalten und über die Erdölfelder in Xinjiang. Das war natürlich etwas, was von der chinesischen Seite nur ja, sehr ungern akzeptiert wurde. Außerdem hat Stalin die chinesische Regierung gezwungen, die Unabhängigkeit der äußeren Mongolei anzuerkennen, was sie auch nur sehr widerwillig getan haben. Und es gab weiterhin Grenzstreitigkeiten, weil, wie gesagt, das zaristische Russland der Qing-Dynastie große Landmassen abgenommen hatte. Zu diesem Zeitpunkt wurden diese Grenzstreitigkeiten aber nicht offen thematisiert. Die Sowjetunion war Atommacht. Wie gesagt, China wurde nicht nur einmal, sondern danach auch mehrfach noch mit, von den USA mit dem Einsatz von Atombomben bedroht. Stalin war aber nicht bereit, den Chinesen einen Prototyp der Atombombe zur Verfügung zu stellen, damit die den nachbauen konnten. Das heißt, China war noch weiter vom sowjetischen Atomschutzschirm abhängig. Und insgesamt gab es auf chinesischer Seite schon damals das Gefühl, ja, die Sowjetunion ist einerseits sozialistisch und internationalistisch, aber gleichzeitig agiert sie in einigen Punkten doch auch als Erbin des zaristischen Russland, ja, gerade was auch der große Einfluss auf die Mandschurei angeht. Ja. Jetzt stirbt Stalin 1953, sein Nachfolger wird dann Nikita Khrushchev. Und interessant ist, dass erstmal in der nächsten Phase bis 1958 das sino-sowjetische Bündnis enorm aufgewertet wird. Die Sowjetunion verzichtet auf alle exterritorialen Rechte in China und sichert China schließlich vertraglich zu, beim Bau der Atombombe zu helfen. Khrushchev macht das nicht zuletzt, weil er die chinesische Unterstützung braucht, um sich in der kommunistischen Weltbewegung gegen seine Opponenten durchzusetzen. Und es ist ja eine schwere Krise nach Stalins Tod, also 1956 Aufstand in Polen und Ungarn. Und in beiden Fällen unterstützt also China die sowjetische Linie, was in Polen eine Verhandlungslösung war, und in Ungarn die Niederschlagung des Aufstandes. Insgesamt schätzt Khrushchev die globale Lage sehr positiv ein. Er meint jetzt, es gibt ein geschlossenes sozialistisches Lager. Die Sowjetunion ist Atommacht und aufgrund von dieser Stärke kann jetzt die USA zu einer friedlichen Koexistenz gezwungen werden. Im Rahmen dieser friedlichen Koexistenz sei es möglich, dass der Sozialismus in friedlichen ökonomischen Wettbewerb gewinnen könnte. Ja, das war so bis 1958 dann weit verbreiteter Glaube im sozialistischen Lager. Jetzt passieren aber einige Dinge, wo es dann zum Bruch zu diesem Bündnis kommt und schließlich zur Spaltung der kommunistischen Weltbewegung. Dabei spielt die Taiwan-Frage eine wichtige Rolle. Die Nationalisten haben ja den Bürgerkrieg verloren, haben sich auf Taiwan zurückgezogen und nach eigener Meinung setzten sie dort die Republik China fort. Und diese Republik China wurde also von allen westlichen Mächten als legitime Vertretung des Landes anerkannt und nicht die Volksrepublik. Nun ist es bis heute Ziel der chinesischen Kommunisten, Taiwan zu befreien und das Vaterland wieder zu vereinen. Es gab dann 1958 einen schwereren militärischen Zusammenstoß, als nämlich die Volksbefreiungsarmee Jinmen und Matsu bombardiert hat, also hier Choi Moi zu sehen. Das sind zwei Inseln, die sehr nah am chinesischen Festland sind, aber von der Kuomintang kontrolliert werden. Und der Präsident Eisenhower hat daraufhin mit dem Einsatz von Atombomben gedroht und China musste diesen Kriegsversuch einstellen. Ja. Und die sowjetische Führung war äußerst ungehalten darüber, weil das nicht abgesprochen war und zu dem Zeitpunkt Khrushchev versucht hat, mit der USA die friedliche Koexistenz weiter
auszubauen. Die chinesische Seite war wiederum sehr ungehalten, weil sie gemeint haben, also Taiwan ist unsere innere Angelegenheit, da hat sich die Sowjetunion gar nicht einzumischen. Das hat Khrushchev dann auch in seinen Memoiren dann beschrieben, dass letztlich dieser Konflikt auch dazu geführt hat, zu sagen, okay, wenn jetzt die Chinesen eine atomare Konfrontation mit der USA herbeiführen, ohne uns davor überhaupt zu informieren, ja, dann geben wir ihnen auch lieber nicht die Atombombe weiter und dann wird sozusagen von diesem Versprechen Abstand genommen. Daraufhin hat wieder China Angst, zum sowjetischen Satellitenstaat zu werden, weil man noch von diesem Atomschutzschirm abhängig ist. Und Khrushchev schlägt auch vielleicht in guter Absicht China vor, eine gemeinsame Marine aufzubauen. China hat zu dem Zeitpunkt kaum Marine und sieht das auch als Vereinnahmungsversuch durch die Sowjetunion. Der andere wichtige Punkt, der zum Bruch führt, ist der große Sprung nach vorne. China legt 1958 ein sehr radikales Industrialisierungsprogramm auf. Bauern werden für die Stahlproduktion mobilisiert. Es werden Volkskommunen gegründet. Und es wird sogar erklärt, wir sind dem Kommunismus nicht mehr fern. Die sowjetischen Experten sind von Anfang an sehr kritisch gegenüber dieser Politik, weil es ist auch an die kommunistische Offensive Stalins von 1928-29 erinnert, die ja auch in die Hungersnot geführt hat. Und schließlich 1959 kritisiert auch Khrushchev offen diese Politik als ja ultralinks, linksradikal, abenteuerlich und sieht es, denke ich, aber auch als Angriff auf die Führungsrolle der Sowjetunion im sozialistischen Lager, dass China jetzt meint, sie könnten noch schneller zum Kommunismus vorschreiten. Ja. Diese Politik endet dann schon im Jahr 1959 in einer großen Hungersnot. Dazu habe ich auch mehrere Bücher geschrieben. Wenn Fragen sind, kann ich da mal ausführlicher drauf eingehen. Todesopfer werden auf 15 bis 40 Millionen geschätzt. Dieser große Sprung scheitert. Was sehr interessant ist, dass China zumindest bis zum Winter 1960 weiterhin Getreide in die Sowjetunion exportiert, weil sie unbedingt die Kredite möglichst schnell zurückzahlen wollen, um von der Sowjetunion unabhängig zu sein. Dann im Frühjahr 1960 greift die chinesische Parteipresse mehr oder weniger offen die sowjetische Außenpolitik der friedlichen Koexistenz an und in einer Nacht- und Nebelaktion entscheidet dann Khrushchev, also diese Tausenden von sowjetischen Experten aus China abzuziehen, nehmen auch zum Teil die Baupläne dann mit für die Projekte, wo sie dann beteiligt waren. Also es ist klar, das ist eigentlich das Ende dieser Idee, dass die chinesische Industrialisierung auf einem Technologietransfer aus der Sowjetunion beruhen kann. 1962, 63 erholt sich China von der Hungersnot und kaum geht es wieder etwas aufwärts, dann beginnt die offene Polemik über die Generallinie der kommunistischen Weltbewegung. Es war zu dem Zeitpunkt sehr ungewöhnlich, dass eine kommunistische Partei, die KPDSU, so offen angreift. Es begann mit einem Brief des Zentralkomitees der KPDSU an die chinesische Partei, die dann auch mit einem offenen Brief und 9 sehr langen Kommentaren geantwortet hat, die alle auch nicht nur in der Parteipresse abgedruckt worden sind, sondern in sehr vielen Sprachen auf der ganzen Welt veröffentlicht worden sind. Ja, was waren da die Konflikte? Also die Position der KPDSU war, dass eigentlich der Hauptwiderspruch der Welt zwischen dem sozialistischen und dem kapitalistischen Lager liegt. Und es wurde argumentiert, es darf auf keinen Fall zum Atomkrieg kommen, dann wird die ganze Menschheit vielleicht vernichtet. Deswegen ist eine der Hauptaufgaben der kommunistischen Bewegung, diesen Krieg zu verhindern. Ja. Es wurde dann auch gesagt, dass auch ein friedlicher Weg zum Sozialismus möglich wäre mit parlamentarischen Mitteln. Das hieß, man verabschiedete sich jetzt auch von dieser Politik der Kommentaren der Zwischenkriegszeit, dass der Bürgerkrieg die höchste Form des Klassenkampfs ist. Und insgesamt hat die Führung um Khrushchev die Weltlage sehr positiv eingeschätzt. Khrushchev hat 1962 sogar verkündet, bis 1980
würde die Sowjetunion die USA überholen und in den Kommunismus eintreten. Ja, ist sehr natürlich fast belustigend, wenn man dann sieht, was tatsächlich passiert ist. Auf jeden Fall war diese Idee da, wenn der Frieden gewahrt bleibt, die Einheit des sozialistischen Lagers gewahrt bleibt, können wir den Kapitalismus überholen. Zu diesem Zeitpunkt waren ja große Teile der Welt noch in Hand von Kolonialreichen. Und es gab wichtige antikoloniale Befreiungsbewegungen. Eine der wichtigsten Auseinandersetzungen war sicher in Vietnam gegen Frankreich, dann gegen die USA und der Algerienkrieg. Und in der Rhetorik unterstützt also die Sowjetunion diese Bewegung, aber tut in der Praxis relativ wenig, um ihnen am Anfang zumindest zu helfen, weil sie auch weiterhin diese Annäherung auch an die USA verfolgen. Die Sowjetunion hat aber Hoffnung, dass also von diesen neuen unabhängigen Staaten sich einige für einen nicht-kapitalistischen Weg entscheiden würden. Ja, hier ist also der ägyptische Präsident Nasser mit Khrushchev und er war kein Kommunist, ist nicht durch eine Revolution an die Macht gekommen, aber nicht-kapitalistischer Entwicklungsweg hieß, dass es doch irgendwie sozusagen einen alternativen Weg zum westlich-liberalen Kapitalismus dort geben könnte. Ja, die Einschätzung der Weltlage der Kommunistischen Partei Chinas war eine andere. Ich habe hier mal ein Zitat aus dieser Polemik der Generallinie 1963. In den weiten Gebieten Asiens, Afrikas, Lateinamerikas konzentrieren sich die verschiedenen Arten von Widersprüchen in der gegenwärtigen Epoche. Hier sind die schwächsten Kettenglieder in der Herrschaft des Imperialismus. Hier sind heute die Sturmzentren der Weltrevolution, wo dem Imperialismus direkte Schläge versetzt werden können. Das heißt, es gab dort wenig Hoffnung, dass in Europa oder in den USA irgendwas passiert in Richtung Revolution, sondern wenn es sozusagen revolutionäre Situationen gab, dann in den kolonialen Gebieten und dann die nationaldemokratische Bewegung in diesen Gebieten und die internationalsozialistische revolutionäre Bewegung sind die zwei gewaltigen historischen Strömungen unserer Zeit. Da kommt auch zum Ausdruck, also gerade im globalen Süden, wie man heute sagen würde, steht nicht direkt der Sozialismus auf der Tagesordnung, sondern es geht jetzt erstmal um die antikoloniale, antiimperialistische Befreiung und hier dann ein Propagandaplakat, was dann diese Einheit dieser Völker Asiens, Afrikas, Lateinamerikas zeigt. Der Vorwurf wurde an die Sowjetunion gerichtet. Die Sowjetunion verrate praktisch diesen antikolonialen Kampf für die friedliche Koexistenz mit den USA. Und die chinesische Seite argumentierte, dass die Sowjetunion die Gefahr eines Atomkrieges übertreibe und in nationalen Befreiungskriegen wie in Algerien und in Vietnam oder im Jemen oder im Kongo droht also faktisch kein Einsatz einer Atombombe. Die Sowjetunion hat argumentiert, dass es im Atomzeitalter keine Dialektik mehr von Krieg und Revolution gäbe. Ja, nicht wie im Ersten Weltkrieg, wo aus den Kriegen praktisch diese ganzen Revolutionen entstanden sind, weil mit dem Atomkrieg die Vernichtung der ganzen Menschheit drohe. Die KP China hat hingegen argumentiert, dass auch weiterhin es diese Dialektik gebe und die Praxis zeige, dass gerade aus diesen Kriegen, die ich gerade erwähnt habe, auch Revolutionen entstehen würden. Schließlich 1963, 64 sagt die Führung der KP China, die Sowjetunion und Jugoslawien seien revisionistisch geworden, haben die wahren Ideale des Marxismus-Leninismus verraten. Und dann Khrushchev wird auch als Pseudokommunist offen bezeichnet. Es bleibt auch nicht bei einer Kritik der Sowjetunion, sondern die chinesischen Kommunisten propagieren jetzt ihr Revolutionsmodell als universelles Vorbild für den ganzen globalen Süden. Ja? Also das revolutionäre Subjekt ist jetzt nicht mehr eigentlich das Proletariat, sondern diese Völker Asiens, Afrika, Lateinamerikas. Hauptfeind zu damaligen Zeitpunkt der sogenannte US-Imperialismus. Und es wird gesagt, also all diese abhängigen Länder, viele sind halbkolonial oder kolonial, feudal, das ist eine Gemeinsamkeit mit der chinesischen Revolution und praktisch im gesamten globalen Süden sollen die Bewegungen anfangen, im Hinterland, in den Bergen,
Guerillastützpunkte zu errichten, Bodenreformen durchzuführen, die Bauern gewinnen und dann versuchen, aus dieser Guerilla-Armee dann letztlich eine Volksarmee zu formen. Der Vietnamkrieg eskalierte auch zu diesem Zeitpunkt 1964 mit dem Eingreifen der USA. Noch bis Mitte, Ende der 50er Jahre hatte auch China eine Linie vertreten, vielleicht da zu verhandeln zwischen Nord- und Südvietnam. Also sie waren ja auch 1955 auf der Genfer Friedenskonferenz vertreten. Und jetzt geht man von dieser Linie ab, ja, und sagt also Sieg im Volkskrieg, bis das US-Marionettenregime im Süden vertrieben ist, soll sozusagen gekämpft werden. Und Verteidigungsminister Lin Biao spricht dann auch vom Krieg der Weltdörfer gegen die Weltstädte, also in Anlehnung an Maos Slogan, die Städte von den Dörfern einzunehmen. Ja. China ist natürlich jetzt ziemlich isoliert, also die USA gelten weiter als Feind, man hat sich mit der Sowjetunion überworfen, man hat im Westen keine Anerkennung und dann startet man 1963, 64 eine große diplomatische Initiative, wo dann hier Außenminister Zhou Enlai viele Staaten in Afrika bereist, hier beim Staatsbesuch in Tansania. Und man versucht gerade bei diesen neuen unabhängigen afrikanischen Staaten diplomatische Anerkennung zu gewinnen. China beteiligt sich auch an der afroasiatischen Bewegung. Die ging auf die berühmte Konferenz in Indonesien in Bandung 1955 zurück, wo zum ersten Mal sich die ja nicht weiße postkoloniale Welt versammelt hatte. Und es soll so eine zweite Bandung-Konferenz geben. Ja, jetzt möchte die Sowjetunion auch dran teilnehmen mit dem Argument, dass sie auch ein asiatisches Land sind. Es liegen ja auch fast zwei Drittel der Landmasse in Asien. Und die Sowjetunion hat ja selber zentralasiatische Unionsrepubliken, die sie auch im globalen Süden als Vorbild für nachzuholende Entwicklung propagiert. Ja, also Gäste auf Afrika sind dann auch oft nach Taschkent zum Beispiel geführt worden oder nach Kasachstan. China argumentiert aber, die Sowjetunion sei kein asiatisches Land, sondern ein europäisches, also meint, sei eine weiße Supermacht und habe jetzt eigentlich dort nichts zu suchen. Ja, fast Identitätspolitik würde man heute sagen. Also die Sowjetunion wirft China vor, das sei Rassismus, ja, dass man jetzt auf Grundlage dieser Argumente die Sowjetunion ausschließen wolle. Und China wirft auch der Sowjetunion Rassismus vor, weil sie angeblich ja so Theorien der gelben Gefahr vertreten würden. Auf jeden Fall führt dann dieser Streit dann dazu, dass so eine zweite große, wichtige Konferenz der afroasiatischen Staaten nicht mehr stattfindet. Parallel gibt es natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch die blockfreien Bewegungen, die sich nicht dem sowjetischen oder amerikanischen Block angeschlossen haben, vor allen Dingen Ägypten, Indonesien, Indien, Jugoslawien. China beteiligt sich auch daran und möchte die blockfreien Bewegungen auf einen stärkeren antisowjetischen Kurs festlegen, was die anderen Länder aber nicht mittragen wollen. Und China überwirft sich dann auch mit der blockfreien Bewegung in Folge. Ja, also diese Resultate von dieser ganzen Entwicklung sind eine Spaltung der kommunistischen Weltbewegung in ein pro-sowjetisches und pro-chinesisches Lager. Allerdings ist in Europa nur Albanien auf der chinesischen Seite und in Asien, Nordkorea und Vietnam lavieren so ein bisschen zwischen beiden Lagern hin und her, und in sehr vielen Ländern spalten sich dann halt dann auch kleinere maoistische Parteien ab in Deutschland, die dann später die sogenannten K-Gruppen. In der Sowjetunion wird Khrushchev also 1964 gestürzt und die neue Führung um Brezhnev reagiert auf die chinesische Herausforderung darauf, dass sie auch wieder selber stärker eine antiimperialistische, antikoloniale Rhetorik fahren, und bis 1964 hat also China
ja im sehr großen Umfang Waffen und Lebensmittel an Nordvietnam geliefert. Es waren auch viele Berater vor Ort. Und jetzt wird die Sowjetunion aktiver und löst dann China als der Hauptunterstützer von Nordvietnam im Vietnamkrieg dann ab. Die neuen Verhältnisse spiegeln sich dann auch in der außenpolitischen Strategie wider. Mao Zedong spricht dann also von Zwischenzonen, vor allen Dingen im globalen Süden, wo die Supermächte nicht so stark sind wie in Europa. Und China soll jetzt erstmal versuchen, in dieser Zwischenzone oder in den Zwischenzonen Verbündete gegen die Supermächte zu gewinnen. Wir sehen, man kommt also von einer Weltsicht, wo die USA der Hauptfeind ist und die Sowjetunion der Verbündeter, jetzt zu einer Weltsicht, wo USA und Sowjetunion gleichermaßen die Gegner sind. Später wird das dann die Drei-Welten-Theorie genannt, da gehe ich danach nochmal drauf ein. Es ist auch interessant, also China hat viel Getreide aus Kanada und Australien importiert, um 61, 62 die Hungersnot zu beenden. Und man hat also schon dann Anfang der 60er Jahre betreibt man mehr Handel mit den kapitalistischen Ländern als mit den sozialistischen Ländern, was massiv zurückgeht nach dem Bruch. Viele Streitigkeiten, die vorher halt nur hinter verschlossenen Türen thematisiert worden sind, werden jetzt offen ausgetragen. Und die chinesische Regierung beschuldigt die Sowjetunion jetzt öffentlich, den Landraub des zaristischen Russlands auch zu verteidigen. Ja. Insgesamt kommt die chinesische Führung in diesen Jahren zu einer Einschätzung, dass die nationale Sicherheit massiv bedroht ist. 1962 gab es einen Grenzkrieg mit Indien, zu dem sich die Sowjetunion neutral verhalten hat, zum Ärgernis von China. Und diese Bedrohung ist auch noch weiterhin da. Die USA greifen mit Bodentruppen in den Vietnamkrieg ein und die Sowjetunion lässt 1 Million Truppen in der Mongolei zusammenziehen. Also China sieht sich von allen Seiten eingekreist. Es gibt dann ja auch noch Taiwan, wo Chiang Kai-shek noch verkündet, er möchte das Festland von den kommunistischen Banditen zurückerobern. Vor diesem Hintergrund lässt jetzt die Regierung die sogenannte dritte Verteidigungslinie bauen. Auf der Karte ist eingezeichnet, wie also zum Teil in sehr abgelegenen Gebieten im Westen Chinas, vor allen Dingen in den Bergen, neue Eisenbahnlinien errichtet worden sind unter sehr großen Opfern und neue Industrien. Und die Idee ist folgende, also wenn die USA oder die Sowjetunion China eingreift, wird es nicht möglich sein, den Feind an der Grenze aufzuhalten, sondern man lässt ihn ins Land. Und mit dieser dritten Verteidigungslinie im Rücken wird man dann ein Volkskrieg im Hinterland starten. Es werden auch sehr viele Industrien in diesem Zusammenhang von der Ostküste ins innere verlegt, ja. 1964 gelingt es dann auch schließlich, die erste chinesische Atombombe zu zünden. Am Jahrestag der Gründung des Warschauer Paktes war es also eindeutig auch eine Warnung an die Sowjetunion ist. Ja? Wir sehen, wir nähern uns jetzt schon der Kriegsgefahr hier an. Das ist jetzt der Teil 3, 1966 bis 1981, Feindschaft und Kriegsgefahr. Und hier sehen wir auch die verbale Eskalation. Also erst war die Sowjetunion der große Bruder, dann waren es Revisionisten. Und jetzt wird hier schon davon gesprochen, also nieder mit den neuen Zaren, also einmal auf Deutsch und einmal auf Chinesisch. Ja, warum kommt es auch noch zur weiteren Eskalation? 1966 startet Mao die Kulturrevolution, offiziell um die Restauration des Kapitalismus zu verhindern. Es wird immer argumentiert, wir brauchen das, damit nicht das Gleiche passiert wie in der Sowjetunion. Ja? Und der chinesische Präsident wird dann gestürzt und verfolgt als chinesischer Khrushchev. Ja, also Liu Shaoqi hier auch auf dem Propagandaplakat zerschlagt den chinesischen Khrushchev. Das heißt, die Kulturrevolution hatte eine sehr starke antisowjetische Logik und Rhetorik. Es kommt dann auch zu Angriffen von den Roten Garden auf die sowjetische Botschaft und ein weiteres Ereignis erhöht ja die Gefahr eines Krieges. 1968 marschiert die Sowjetunion in der Tschechoslowakei ein, um den Prager Frühling zu beenden.
Und es wird die sogenannte Brezhnev-Doktrin von der begrenzten Souveränität der sozialistischen Staaten verkündet. Und das wird also von der chinesischen Regierung aufs Schärfste kritisiert. Sie verurteilen diesen Einmarsch als Sozialimperialismus, Sozialismus in Worten, Imperialismus in Taten. Und also die Brezhnev-Doktrin bezieht sich natürlich nicht direkt auf China, aber sie haben auch Angst, dass sie von einer sowjetischen Invasion betroffen sein können. Ja, und es gibt dann einige Provokationen auf beiden Seiten an dem Grenzfluss Ussuri, der schließlich im März 1969 fast in einen größeren Krieg mündet. Die Sowjetunion setzt also die Luftwaffe dann auch gegen die chinesischen Soldaten ein und droht mit dem Einsatz von Atombomben. Ja, also die Eskalation kann dann beigelegt werden. Hier auf der Karte sehen Sie diese rot eingezeichnete Fläche. Das ist also da die Region, um die es da ging. Ja, die chinesische Führung sieht jetzt eigentlich ganz klar, dass die Sowjetunion die Hauptbedrohung der nationalen Sicherheit ist. Und vor diesem Hintergrund gibt es eine radikale Wende in der Außenpolitik. Richard Nixon ist zu dem Zeitpunkt Präsident der USA und vor allen Dingen sein Sicherheitsberater Henry Kissinger spielt dann sozusagen mit der Idee, die chinesische Karte gegen die Sowjetunion zu spielen. Und es werden Signale gesendet, dass die USA an einer Annäherung interessiert ist. Und Nixon fährt dann sogar ja nach China und trifft Mao. Die USA bekennen sich danach zur Ein-China-Politik. Das heißt, es gibt nur ein China, nämlich die Volksrepublik China, und erkennen damit Peking und nicht mehr Taipei als die legitime Vertretung des Landes an. Allerdings gibt es weiterhin Streitpunkte. Obwohl jetzt die USA Taiwan sagen, formal fallen gelassen haben, wollen sie weiterhin Taiwan noch mit Waffen beliefern. Das möchte die chinesische Seite nicht akzeptieren und es zieht sich bis 1979 dann noch hin, bis man vollständige diplomatische Beziehungen etabliert hat. Und die chinesische Seite hat in diesem Punkt dann nachgegeben. Also einmal ist jetzt sozusagen das Verhältnis mit den USA besser geworden und gleichzeitig gelingt es China in der UN-Vollversammlung, einen großen Teil der neuen unabhängigen Staaten dafür zu gewinnen, dass jetzt der ständige Sitz im UN-Sicherheitsrat Taiwan, der Republik China, entzogen wird und an die Volksrepublik China gegeben wird. Ja. Und damit ist China dann eigentlich zu einer politischen Weltmacht geworden. Ja. Und so ein bisschen das Eis gebrochen. Und nachdem jetzt die USA China, Volksrepublik China anerkannt hat, folgen auch die anderen Staaten, also Japan, Westdeutschland und so weiter. Also hier dann noch ein Bild von diesem Abstimmungserfolg in der UN-Vollversammlung, wo halt noch 15 Jahre vorher im Wesentlichen die Vertreter der Kolonialmächte saßen und jetzt eine Vielzahl von unabhängigen neuen Staaten. Ja, die neue Politik wird dann auch wieder in eine Theorie gegossen, die sogenannte Drei-Welten-Theorie, die eigentlich aber so ähnlich ist wie die Theorie der Zwischenzone. China definiert sich als Teil der dritten Welt, damals selber, also heute sagen wir ja globaler Süden, und sieht die Staaten der zweiten Welt als potenzielle Verbündete. Also das sind vor allem die kleineren Staaten in Ost- und Westeuropa und Japan. Und die dritte Welt soll Verbündete im Kampf gegen die beiden Supermächte suchen, die UdSSR und die USA. Hier sind weiterhin jetzt formell die Sowjetunion und USA als die Hauptgegner genannt, aber de facto ist eigentlich die Sowjetunion der Hauptgegner. Und es kommt auch in einigen Weltregionen zu Stellvertreterkriegen oder direkten bewaffneten Konfrontationen. Der Sowjetunion gelingt es, Vietnam auf ihre Seite zu ziehen mit einem Freundschaftsvertrag und möchte da sogar einen Marinestützpunkt errichten. Und die vietnamesische Armee marschiert dann in Kambodscha ein 1978, um die Roten Khmer zu stürzen, die mit China verbündet sind. Daraufhin startet also China einen Straffeldzug gegen
gegen Vietnam. Und hier haben wir also die Konstellation, dass im Prinzip bis Ende der 80er Jahre die Sowjetunion steht auf der Seite Vietnams und des eingerichteten vietnamesischen Regimes in Kambodscha, und die USA und die Volksrepublik China stehen auf Seite der Roten Khmer und unterstützen weiter die Roten Khmer. In Angola im Bürgerkrieg nach der Unabhängigkeit ist eine ähnliche Konstellation. Kuba und die Sowjetunion unterstützt die neue Regierung, während die USA, die Volksrepublik China und das Apartheid Südafrika, die UNITA, die Rebellen unterstützen. Und zur Verschlechterung der Beziehung kommt es nochmal, als 1979 die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert, was von China sehr scharf verurteilt wird und wo auch die chinesische Regierung also den Widerstand unterstützt und auch den USA erlaubt, auf chinesischen Gebiet Abhörstationen zu errichten. Also auch in diesem Konflikt stehen die USA und China auf der gleichen Seite gegen die Sowjetunion. Ja. Jetzt komme ich zum letzten Teil, nämlich die verspätete Versöhnung. Wir sehen hier den chinesischen Parteichef Zhao Ziyang mit Gorbatschow und seiner Frau. Hier steht also 1982, weil Brezhnev schon angedeutet hat, dass er zu einer Aussöhnung mit China bereit sei, aber das hat sich etwas dann auch noch hingezogen. Was sind jetzt die Gründe, warum jetzt diese Feinde sich wieder aussöhnen können? Nach Maos Tod ist auch die Kulturrevolution beendet und diese radikale Form der Politik. Die neue Führung um Deng Xiaoping verkündet die Reform und Öffnung Chinas, sieht sich jetzt selber als Reformkraft und verabschiedet sich jetzt natürlich auch von dieser radikalen Kritik am Revisionismus und hört auf, die anderen Länder sozusagen zu beschuldigen, sie hätten den Marxismus-Leninismus verraten. Auch Jugoslawien, was sehr scharf angegriffen worden ist in den 60er Jahren, wird dann als sozialistischer Staat von China anerkannt. Also die globale Lage hat sich auch gewandelt. Befreiungsbewegungen in der dritten Welt haben auch eigentlich ihren Zenit überschritten. China sah sich auch selber nicht mal als Zentrum der Weltrevolution, und die große Unterstützung in Form von Entwicklungshilfe oder Waffenlieferungen nach Afrika wurde zunehmend als finanzielle Belastung gesehen. Ja. Außerdem möchte auch jetzt die Führung um Deng zeigen, ja, wir haben uns den USA angenähert, aber wir wollen uns von denen nicht völlig abhängig machen. Und das ist die berühmte Triangel-Beziehung zwischen der Sowjetunion oder USA und China. Mit einer Annäherung an die Sowjetunion kann China natürlich auch Signale an die USA aussenden, dass es weiterhin als unabhängige Macht agiert. Ja, warum war die Sowjetunion zu dieser Aussöhnung bereit? Also dann vor allen Dingen mit der Machtübernahme von Gorbatschow 1985 wird die Agenda vertreten. Man möchte also durch Entspannungspolitik Abrüstung bewirken, vor allen Dingen gegenüber dem Westen, aber auch gegenüber China. Ich habe die sowjetischen Truppen in der Mongolei schon erwähnt, weil die sowjetische Führung auch der Meinung war, dass das Wettrüsten mit den USA die Sowjetunion in den Staatsbankrott führen würde. Auch in der Sowjetunion gibt es zu dem Zeitpunkt schon die Stimmung, die sogenannten internationalistischen Verpflichtungen, dass man die Revolution in Angola, in Kuba überall unterstützt, ist eigentlich eine zu große Belastung und man möchte das eigentlich reduzieren. Und wichtig für die Beziehung zu China ist auch, dass also 1986 Gorbatschow dann ankündigt, die sowjetischen Truppen auf Afghanistan zurückzuziehen, aber auch aus der inneren Mongolei natürlich nicht. Das ist ein Fehler, sie standen natürlich in der äußeren Mongolei. Das waren zwei Forderungen Chinas, und Gorbatschow signalisiert auch Bereitschaft, mit China über den Grenzverlauf neu zu verhandeln. Eine chinesische Forderung seit Anfang der 80er Jahre war immer Abzug der vietnamesischen Truppen aus Kambodscha als Forderung an die Sowjetunion, weil man also auch die vietnamesische Regierung in erster Linie als Marionetten der Sowjetunion gesehen hat, was sie aber nicht waren. Also die Sowjetunion hat schon ab 86 großen Druck ausgeübt, aber es hat dann bis 89 gedauert, bis das dann kommt. Was auch noch
sicherlich ein Faktor der Annäherung ist, dass sich Gorbatschow auch als Reformer sieht. Und ab 88 probierte er sich auch an ökonomischen Reformen, Einführung von Marktmechanismen in die Planwirtschaft. Jetzt gibt es neuere Forschung, die sagt, dass sich da Gorbatschow durchaus an den Reformen von China orientiert hat. Aber es in der Sowjetunion sehr starke Planungsbürokratien gab, die das verhindert haben. Und außerdem muss man sich natürlich fragen, ob die Bedingungen überhaupt vergleichbar sind. Also China wird dann zur Werkbank der Welt mit billigen Arbeitskräften. Zu dem Zeitpunkt gibt es natürlich in der Sowjetunion viel höheres Lohn- und Ausbildungsniveau schon. In China spielen also die Auslandschinesen eine ganz zentrale Rolle, die dann in China investieren. Das gibt es in der Sowjetunion Vergleichbares auch nichts. Und diese Reformen kommen sehr spät, sind sehr zaghaft und führen dann auch nicht zu Verbesserungen, sondern zu einer handfesten Wirtschafts- und Versorgungskrise. Ja, ach so, das sollte ich eigentlich jetzt als Überraschung lassen. Ja, und wie gesagt, beide Parteien sind jetzt zur Aussöhnung bereit. Und jetzt 1998 besucht Gorbatschow als erster sowjetischer Staatschef seit Khrushchev 1959 die Volksrepublik China und trifft dann auf dieses Bild, nämlich seit Ende April ist der Platz des Himmlischen Friedens in Peking von einer Massenbewegung besetzt. Die chinesische Regierung hat mehrfach appelliert an die Studierenden, den Platz zu verlassen, damit der Gorbatschow-Besuch so wie geplant stattfinden kann. Es wurde aber abgelehnt und Gorbatschow konnte dann nur mit einer militärischen Zeremonie auf dem Flughafen empfangen werden und musste dann in Katakomben und unterirdischen Gängen dann in die Halle des Volkes gebracht werden, die also auch auf diesem Platz ist. Für die chinesische Regierung ein riesiger Gesichtsverlust. So hatten sie es natürlich nicht vorgestellt. Und nach dem Gorbatschow-Besuch setzen sich schließlich die Kräfte in der Partei durch, die für die militärische Lösung sind. Und sehr bekannt, am 4. Juni 1989 wird dann der Platz von der Volksbefreiungsarmee blutig geräumt. Die Kommunistische Partei Chinas überlebt den Umbruch in Osteuropa, denke ich, nicht nur wegen dem Massaker, sondern auch wegen der Wirtschaftsreform, die vor allen Dingen bei der Landbevölkerung zu neuer Legitimation geführt haben. Und die Sowjetunion ist im freien Fall und wird ja bekanntlich 1991 dann aufgelöst. In China gibt es bis heute viel Literatur zu der Frage, warum ist die Sowjetunion zusammengebrochen? Und ja, vielleicht die jetzt auch dominante offizielle Ansicht ist, also der größte Fehler von Gorbatschow war es, das Machtmonopol der Kommunistischen Partei abzuschaffen, weil die Partei eigentlich auch der Kern war, der diesen Vielvölkerstaat zusammengehalten hat und dass die politischen Reformen Gorbatschows im Prinzip nur zur Destabilisierung des Systems geführt haben. Ja. Gleichzeitig, wie gesagt, waren die ökonomischen Reformen von Gorbatschow nicht erfolgreich. In China wurde immer wieder betont, wir müssen versuchen, den Lebensstandard der Bevölkerung zu verbessern und die Wirtschaft zu entwickeln. Ja. Und man hat es sozusagen genau umgekehrt gemacht, hat auf den Schwerpunkt auf die ökonomischen Reformen gelegt und nur sehr moderate politische Reformen durchgeführt. Und Gorbatschow hat es halt umgekehrt gemacht und ist damit gescheitert. Sehr genau wurde auch in China analysiert, wie die Sowjetunion als Vielvölkerstaat zerbrochen worden ist. Ja. Und man kam zu dem Ergebnis, dass also die Autonomie der Teilrepubliken zu weit ging. Ja, also es gab ja dann die ukrainische Sowjetrepublik, die kasachische, die usbekische und so weiter. Und laut sowjetischer Verfassung hatten die alle das Recht auf Lostrennung vom Staatsverband. Dieses Recht stand lange nur auf dem Papier, aber als die Zentrale in Moskau schwächer geworden ist, haben dann die Unionsrepubliken das sozusagen genutzt, um sich abzuspalten. Ja, und China ist ja auch ein Vielvölkerstaat und man zog selber die Schlussfolgerung, daraus doch diese Autonomierechte der Uiguren und der Tibeter und so weiter weiter einzuschränken. Momentan gibt es
eine Kampagne gegen den sogenannten historischen Nihilismus in China. Da wird auch immer wieder Gorbatschow erwähnt und gesagt, also Gorbatschow hat den großen Fehler gemacht, Debatten zuzulassen, wo alles in Frage gestellt werden kann. Also nicht nur Stalin, sondern auch Lenin, auch die Oktoberrevolution, auch die Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Ja, und damit hätte er praktisch den Staat, die ganze ideologische Legitimation entzogen. Ja, und das darf sozusagen in China nicht passieren und es wird benutzt, um zu argumentieren, dass in allen Diskursen, in allen Bereichen der Gesellschaft die Führungsrolle der Partei gewahrt bleiben muss und man keine Kritik zulassen darf, die alles in Frage stellt. Ja. Also die Sowjetunion ist 1991 weg. Die Volksrepublik bleibt bis zum heutigen Tag. Ich komme jetzt zur Zusammenfassung. Ich wollte zeigen, dass es, obwohl beide sozialistische Länder waren, es keinesfalls zu einem natürlichen Bündnis kam, sondern es gab Gründe, warum man sich verbündet hat, aber dann auch wieder getrennt hat. Ich wollte zeigen, dass doch es ein großes Erbe von geostrategischen Konflikten und Grenzstreitigkeiten gibt zwischen also auch dem zaristischen Russland und China, was dann auch fortgesetzt wird. Also besonders bei Stalin war auch klar, dass er die ehemaligen zaristischen Einflusssphären, nämlich Xinjiang und die Mandschurei, auch als sowjetische Einflusssphären betrachtet. Übrigens hat dann auch nach dem Bruch mit der in den 60er Jahren die Sowjetunion wieder, also den uigurischen und kasachischen Nationalismus gefördert dann. Ja. Die Identität von beiden Ländern spielte vielleicht auch eine Rolle in diesem Disput um die strategische Ausrichtung der kommunistischen Weltbewegung. Also China sah sich in erster Linie als ein Land der dritten Welt und sah dem Fokus der Auseinandersetzung im globalen Süden. Die Sowjetunion sah sich als industrielle Supermacht und hatte, denke ich, den Fokus auf die Blockkonfrontation in Europa. Und in dem Moment, wo dann Khrushchev sich dann anfängt, in Asien und in der nachkolonialen Welt zu engagieren, geraten dann diese beiden Staaten auch einander, wer dort die Führung haben soll und welches Modell dort das Richtige ist. Es zeigte sich eigentlich schon nach Stalins Tod sehr schnell, dass die Volksrepublik China nicht willens ist, der Juniorpartner der Sowjetunion zu sein. Ja, wenn man jetzt an die aktuellen Debatten anknüpft, nach heutigen Maßstäben müsste der Herr Putin ja eher der Juniorpartner von China sein, auch was die ökonomischen Verhältnisse angeht. Also die Russland hat ein geringeres Bruttosozialprodukt als die Provinz Guangdong in China. Aber wenn man mit Russen oder mit Russland-Experten spricht, das scheint irgendwie da nicht ganz denkbar zu sein, dass jetzt Russland der Juniorpartner Chinas ist. Und was der Vortrag auch gezeigt hat, es geht auch immer um das Verhältnis zu den USA, als China die USA als Hauptbedrohung gesehen hat, hat es sich mit der Sowjetunion verbündet, als dann aber Mao die Sowjetunion als Hauptbedrohung gesehen hat, hat sie sich mit der USA verbündet und später in den 80er Jahren wieder mehr eine Politik versucht, sozusagen mit beiden halbwegs gute Beziehungen zu pflegen. Ja, und das ist ja sozusagen auch heute interessant. Also wenn man jetzt glaubt, dass China jetzt Russland komplett fallen lässt, ja, es ist keine Situation da, wo sich China von Russland bedroht fühlt wie 1969. Und die USA senden auch keine Signale an China, dass sie bereit sind, die Beziehung zur Volksrepublik zu verbessern, sondern die Regierung Biden und die Anhänger auch in der deutschen Bundesregierung haben ja China als und Russland als Hauptfeind definiert. Da ist sozusagen für China eigentlich wenig jetzt Luft oder Anreiz, sich jetzt wieder stärker in Richtung USA zu bewegen. Ja, das nur noch mal als kleiner Hinweis. Das Buch Chinas große Umwälzung erscheint jetzt Ende des Monats in einer überarbeiteten Fassung, wo ich mich leichtsinnigerweise habe zu hinreißen lassen, ein Nachwort zur Corona zu schreiben. Dann die Mao-Biografie gibt es auch als E-Book. Aber nur als E-Book überarbeitet und das Buch Marktsozialismus.